Mal auf Ja. Aufnahme. Ja, herzliches Willkommen an alle, die jetzt live dabei sind. Wir sind noch ein kleines Ründchen, aber natürlich auch an alle, die sich das nachträglich anschauen werden. Heute geht es um Bibelcloud mit Thomas Ebinger und Martin Wolters. Herzlich willkommen auch an euch zwei. Und wir wollen nicht lange rumfackeln. Ich gebe gleich euch das Wort und bitte um euren Vortrag. Ich blende die Bilder aus und dann könnt ihr eure Präsentation herzeigen. So. Bitte schön. Ja, herzlich willkommen an alle. Wir haben uns so vereinbart, dass Martin Wolters als der Urheber der Idee einfach auch heute beginnt und es vorstellt. Ja, vielen Dank, Thomas. Herzlich willkommen alle. Danke, Reinhard. Danke an Open Rally, dass ihr Bibelclouds eingeladen habt. Das ist eine spannende Aktion. Und ja, ich hoffe, dass euch die nächsten 45 bis 60 Minuten gefallen werden und ihr was Neues lernen könnt. Ja, Bibelclouds, die Bibel anders sehen, ist das Thema heute. Mein Name ist, wie gesagt, Martin Wolters und werde begleitet heute vom Thomas Ebinger zusammen. Vielleicht stellen wir uns ganz kurz erstmal vor. Ich selber bin sozusagen der Techniker von uns zweien, habe Bibelclouds als Methode entwickelt und zum ersten Mal 2012 im Patmos Verlag veröffentlicht. Da gibt es ein Buch, das heißt Bibelclouds, die Bibel anders sehen. Bin hauptberuflich eigentlich Ingenieur und lebe in Nürnberg mit meiner Familie. Ja, und habe über das erste Projekt den Thomas kennengelernt. Der wiederum ist sozusagen mehr der Anwender von Bibelclouds, hat sehr viel Erfahrung gemacht in den letzten Monaten und im letzten anderthalb Jahren, glaube ich, in denen wir auch miteinander zu tun hatten. Und daraus ist jetzt auch ein neues Projekt entstanden, Bibelclouds für Configs. Da werden wir später etwas zu erzählen. Und er ist tätig im PTZ in Stuttgart. Ja, ich erzähle dann was über die Technik, über die Entstehung der Methode und der Thomas wird später erzählen über die Anwendung, was man mit der Methode eigentlich so alles machen kann. Vielleicht mal zu den Ursprüngen überhaupt der Methode. Die habe ich mir jetzt nicht ganz selber ausgedacht, sondern ursprünglich gab es im Internet eine Technologie, die nannte sich Tag Clouds. Die ist dort ungefähr im Jahr 2002 groß geworden. Da ging es darum, dass vor allen Dingen in Blogs und auf Webseiten, oder hier ist ein Beispiel auf der linken Seite zu sehen von einem Last.fm-Benutzer, wo man für seine Webseite oder für sich als User verschiedene Tags vergeben konnte, um zu charakterisieren, naja, was gefällt mir eigentlich oder worüber geht es hier in meinem Blogbeitrag? Das waren zunächst einmal händisch vergebene Tags und die wurden dann unterschiedlich groß dargestellt, nämlich dann davon abhängig, wie oft jemand eine solche Tag benutzt hat für seine Texte, für seine Vorlieben. Und so kann man so einen ersten Eindruck bekommen, worum geht es eigentlich in dieser Webseite? Was ist das überhaupt hier in dem Falle für ein Musikliebhaber? Was hört er sich so gerne an? Und kann dann relativ schnell sich im World Wide Web die Informationen raussuchen, die jetzt also den eigenen Interessen entsprechen. Sogenannte Tag Clouds, seit wie gesagt ungefähr 2002 sind die dort also immer häufiger anzutreffen gewesen. Diese Technik, die ist ja im Laufe der Zeit etwas verfeinert und erweitert worden, sodass man nicht mehr nur noch hinging und vorher ausgewählte Tags auswertete, sondern dass man auch ganze Texte ausgewertet hat. Diese Auswertung von ganzen Texten hießen dann Word Clouds. Und das Beispiel, was wir hier sehen, ist eigentlich eine ganz interessante Anwendung, wo man einmal die Antrittsreden von zwei Präsidenten, Präsident Bush auf der linken Seite und Präsident Obama auf der rechten Seite, ausgewertet hat, um mal zu sehen, naja, in der Art der Sprache, die diese beiden Personen benutzt haben, wie unterscheiden sie sich da eigentlich? Und es sind sicherlich einige Dinge, die einem dann aus heutiger Sicht durchaus bekannt vorkommen. Da sind auf der linken Seite bei Herrn Bush die Begriffe Terroristen, Terror, Waffen tauchen da eben deutlich mehr auf oder werden sofort sichtbar. Währenddessen auf der rechten Seite, da geht es um Dream, um Education, wo eben diese verschiedenen Begriffe fehlen. Also man kann an dieser
anhand dieser Technik relativ schnell so einen Eindruck bekommen, worum geht es eigentlich in einem Text. Und das Schöne an der Methode ist, dass die vom Computer ganz automatisch durchgeführt werden kann und von da aus deutlich schneller Texte bearbeiten kann, als wir Menschen das normalerweise können. Und Sie können also so eine Art grafischen Fingerabdruck eines Textes uns zur Verfügung stellen und zeigen, was sind eigentlich die Inhalte, die Themen, die in einem Text vorgestellt werden. Dann von dieser Methode der Word Clouds, die es eben im Internet dann auch frei zugänglich gibt, ist es dann noch einen Schritt weiter hin zu den sogenannten Bibelclouds. Und das habe ich hier versucht, einmal am Buche, an der Bibelclouds des Buches Amos darzustellen. Und zwar bin ich hingegangen und habe den Computer zunächst einmal den gesamten Text des Buches Amos analysieren lassen und stelle dann alle die Wörter, die besonders häufig vorkommen, größer dar und die, die weniger häufig vorkommen, kleiner dar. Und da kommt zunächst einmal ein Text raus, wie wir ihn hier auf der linken Seite sehen können. Da tauchen natürlich sehr viele sogenannte Stoppwörter auf. Der und die Ideen, die sind eigentlich gar nicht so aussagekräftig über den Text. Und darum ist der erste Schritt bei der Erstellung einer Wortwolke und einer Bibelcloud zunächst einmal diese Stoppwörter herauszufiltern, um auf die mehr gehaltsvollen Begriffe sich konzentrieren zu können. Ein weiterer Schritt, den ich dann aufgrund der Texte durchführe, ist, dass ich Verben auf ihre Grundform zurückführe, damit eben deutlicher hervorkommt, welche Begriffe denn vorkommen. Also in diesem Beispiel hier zum Beispiel haben wir also kommt das Wort spricht relativ häufig vor, aber das wird eben aus die Grundform des Sprechens umgewandelt. Und so haben wir dann in der Mitte hier einen zweiten Schritt, wo wir jetzt eine Wortwolke haben, in denen keine Stoppwörter vorkommen und die Begriffe alle auf ihre Grundformen zurückgeführt sind. Verben auf ihre Grundform und auch Nomen auf ihre Grundform zurückgeführt werden. Und schon erkennt man mit diesen zwei kleinen Schritten, dass auf einmal doch viel deutlicher wird, um was es denn in einem solchen biblischen Buch eigentlich geht. Aber es gibt noch einen dritten Schritt, der die Methode der Bibelclouds bedeutsam macht oder die bedeutungsvoll ist für diese Methode. Und das ist, dass ich auch versucht habe, Phrasen, die eine Bedeutung haben innerhalb eines Buches, als solche zu erkennen. Ganz deutlich zu erkennen hier in dem Bild, zum Beispiel das Spruch des Herrn als eine Phrase, die eben sehr häufig bei den Propheten des Alten Testamentes vorkommt. Und da war es mir wichtig, dass diese Phrase an sich bestehen bleibt, damit man die auch wiederum erkennen kann und dementsprechend auch die Bücher schneller wiedererkennen, also sofort sehen kann als bibelfester Christ, aha, das muss ein Prophetenbuch sein, den Spruch des Herrn, das ist was, was eben hauptsächlich in den Prophetenbüchern des Alten Testaments vorkommt. Und so kommt man also von einer doch eher unübersichtlichen Darstellung von Begriffen durch diese drei Schritte, das Entfernen von Stoppwörtern, die Zurückführung auf Grundformen und die Erkennung bedeutsamer Phrasen, dann auf ein Bild, was tatsächlich plötzlich einem einen ersten Einblick darüber gibt, worum geht es eigentlich in diesem entsprechenden biblischen Buch. Und wenn man diese Methode dann ganz systematisch auf jedes Buch der Bibel anwendet, dann enthält man eben tatsächlich eine ganze Litanei, eine ganze Serie von Bildern für jedes Buch der Bibel eines, was einen ersten Eindruck gibt, was findet in diesem Buch statt, was mich dazu anregen kann, über einzelne Begriffe nachzudenken, was mich auch einfach nur aufgrund ihrer Ästhetik ansprechen kann und mich da bei mir ein Interesse wecken kann für das entsprechende Buch der Bibel. Die Methode, diese Technik an sich, die hat allerdings auch ihre Grenzen und das sieht man hier sehr schön einmal an den Wortwolken der Evangelien. Ich habe also diesen Algorithmus, den ich gerade eben beschrieben habe, mal auf die vier verschiedenen Evangelien anwenden lassen. Und was einem dort vielleicht auffällt, ist, naja, diese vier Bibelclouds sehen eigentlich alle ziemlich ähnlich aus. Was ja auch nicht ganz verwunderlich ist. Also schließlich schreiben alle diese vier Evangelisten mehr oder weniger dieselbe Geschichte auf. Sie schreiben sogar alle noch von derselben Quelle ab, benutzen von daher oft eben tatsächlich dieselben Worte, Sätze und ganzen Geschichten, wiederholen sich also. Und die Methode der Bibelclouds zunächst einmal kann mir gar nicht zeigen, naja, wo sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen diesen vier Evangelien und den vier Evangelisten. Man sieht überall dasselbe, es geht wohl um Jesus, der hat wohl sehr viel gesprochen, der ist wohl auch rumgewandert und überall hingekommen.
hat die Menschen getroffen und Jünger, mit Jüngern war er unterwegs, aber man kann nicht die Spezifika des einzelnen Evangeliums erkennen. Und darum habe ich gerade gezielt für die Evangelien dann die Methode auch etwas verfeinert und habe versucht, gerade die Unterschiede dieser Methoden herauszuarbeiten, indem ich zunächst einmal geschaut habe, was sind denn die gleichen Worte, die vorkommen in den verschiedenen Evangelien, und habe diese Worte so ein bisschen ausgeblendet, habe sie etwas zurückgenommen und habe dafür die Begriffe, die unterschiedlich häufig vorkommen, mehr in den Vordergrund geholt. Und diese Verfeinerung der Methode führt dann zu einer ganz anderen Darstellung der Evangelien, wo man dann letzten Endes schon erkennen kann, aha, es gibt tatsächlich einzelne Schwerpunkte in den Evangelien, die wieder unterschiedlich sind. Alle diese Evangelien haben einen gleichen Kern, der ist immer wieder gleich gestaltet bei diesen verschiedenen Bibelclouds, also ganz identisch gehalten, aber um diesen einheitlichen Kern herum tauchen verschiedene Begriffe auf, weil es eben verschiedene Adressaten gab, weil es verschiedene Absichten dieser Evangelisten gab, und das kann man dann besser erkennen, wenn man diese Methode also ein wenig modifiziert. Und so findet man im Projekt Bibelclouds diese zwei prinzipiellen Ansätze, eine ganz allgemeine Erstellung von Wortwolken und dann diese spezielle Variante für die Evangelien, um der besonderen Stellung dieser Bücher auch gerecht werden zu können. Von den Bildern hin jetzt einmal zu den Bibelclouds als Methode. Was kann ich jetzt eigentlich da prinzipiell damit anfangen und damit durchführen? Und da ist es immer hilfreich, wenn man sich das Ganze so in diesen vier Quadranten einmal vorstellt. Da gibt es hier auf der linken Seite so die Achse des Inspirierens und Gestaltens, sich von der Ästhetik ansprechen lassen, einfach die schöne Darstellung von Farben, von Begriffen auf sich wirken zu lassen. Und es gibt eher die analytische Vorgehensweise, die sich gezielt mit Begriffen, gezielt mit Texten auseinandersetzt. Und das kann ich, und das ist versucht hier in der anderen Ebene darzustellen, das kann ich zum einen mit fertigen Bibelclouds, mit den vorhandenen fertigen Bibelclouds tun. Ich kann aber auch, und das ist das Interessante, relativ leicht dann mit Personen auch selber solche Tagclouds erstellen, um dann von der Theorie, von der reinen Anwendung hin dann zum selber Erstellen auch die Unterrichtseinheit oder die Gruppenstunde interessant zu gestalten. Und häufig, wenn ich also dann die Methode vorstelle und in Tagesworkshops anbiete, dann geht das so entlang dieses Files, dass ich zunächst einmal mit den fertigen Bibelclouds beginne, die alle auslege, dass Leute sich davon inspirieren lassen können, dass sie sich einzelne Bibelclouds aussuchen können, ein bisschen erzählen, was ihnen auffällt, welche Begriffe ihnen auffällt. Dann kann man relativ leicht eigentlich mit allen Benutzergruppen diese Bibelclouds auch sortieren, zum Beispiel sortieren nach Neuem Testament und im Alten Testament. Man kommt auf bestimmte Begriffe zu besprechen, die sehr auffällig sind. Wenn man einmal fragt, was sind denn Begriffe, die euch jetzt besonders häufig vorkommen oder die euch neu sind, dann kommt man auf die Besonderheiten biblischer Sprache, kommt damit ins Gespräch und kann auf die Fragen der Teilnehmer eingehen. Ja, und dann später kann man eben, wie gesagt, das selber auch anwenden. Das wollen wir auch später im Laufe des Abends einmal zeigen, dass das relativ einfach durchzuführen ist und damit die Leute dann auch nochmal mit so einem aktiven Element anspricht. So hat man also die Elemente, das Interesse zu wecken an der Methode, Interesse an den Texten, Interesse an den biblischen Büchern. Man hat die Möglichkeit, anhand der Methode dann Wissen zu vermitteln über den Aufbau der Bibel, über die Sprache der Bibel. Und man kann letzten Endes eine neue Anwendungsmöglichkeit erarbeiten, eine Methodenkompetenz für die Schüler erhöhen. Und damit würde ich jetzt übergeben an den Thomas. Genau. Ich darf mich auch kurz vorstellen. Thomas Ebinger ist mein Name. Ich bin Dozent für Konfirmandenarbeit am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart, also von der Württembergischen Landeskirche. War vorher Gemeindepfarrer in einer kleinen Gemeinde, habe auch Konfirmanden gehabt und war viel im Rallye-Unterricht. Und dieses Buch ist mir tatsächlich von unseren Bibliothekarinnen im Haus. Eine hat gesagt, da gibt es ein schönes neues Buch, kennen Sie das schon? Ich habe mir das angeschaut und dachte, wow, das ist ja mal ein cooles Buch. Ich fand, es hat eine ganz tolle Ästhetik und dachte gleich, da kann man ganz viel damit machen. Denn ich habe im Gymnasium unterrichtet, das Thema Bibel, fünfte, sechste Klasse war das, und
Auch im Konfirmandenunterricht kommt es natürlich immer wieder vor. Da wird manchmal so eine Streichholzschachtelbibliothek gebastelt, die eigentlich nicht viel bringt. Ich finde da die Bibelclouds wesentlich interessanter, weil sie gleich so einen Eindruck geben. Jetzt bräuchte man mal die nächste Folie. Warum man die Bibelclouds einsetzen sollte. Die Bibel ist ja ein Standardthema. Sie ist die Grundlage für alles, was wir über die Geschichte Gottes mit den Menschen wissen, für Jesus, die Quelle, der Urtext. Aber sie ist leider, wenn man es mit Schülern und manchmal auch mit Konfirmanden macht, eher Last als Lust. Man hat so früh was davon gehört, in der Grundschule sind die Geschichten noch spannend, in der Sekundarstufe kennt man sie oft schon. Man sagt dann oft, naja, mit Bildern kann man das interessanter machen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, man macht Bildbetrachtung, gestaltet Standbilder dazu. Aber der Text kommt so ein bisschen ins Hintertreffen. Was mir gefällt, dass durch gute Aufbereitung so ein Text eigentlich sehr gewinnen kann. Man redet oft von Textwüste, wenn es lieblos gestaltet ist. Es gibt aber auch ganz tolle Texte, Schmuckbibeln, Initialen, wunderbar gestaltet aus dem Mittelalter. Eine Schmuckbibel ist jedem klar, ist was ganz anderes als eine lieblos zusammengekloppte Standardbibel, wo einfach der Text hintereinander geschaltet ist. Wieder die nächste Folie. Ich glaube, und das habe ich erfahren, dass die Bibelclouds einfach neugierig machen. Das ist so ein erster Zugang, wenn die Bibel noch nicht so gut bekannt ist, zum Beispiel wenn Konfirmanden ihre Bibel geschenkt bekommen haben, die machen einfach neugierig. Was ist es für ein Text? Und sie unterstützen auch ein subjektorientiertes Lernen, wo jemand mal sagen kann, ich fange einfach da an zu lesen, wo es mich interessiert, wo ich Begriffe entdecken, die mich ansprechen, wo ich selber mal reingehen kann. Denn das ist ja der Ursprung dieser Clouds, dass man da selber was machen kann. Bibelclouds sind dementsprechend, und das finde ich ganz wichtig zu betonen, kein Selbstzweck. Also man könnte jetzt denken, naja, ich schaue mir die Dinge an, dann habe ich die ganze Bibel gelesen. Das ist natürlich nicht so. Das ist ein statistisches Tool, wunderschön veranschaulicht, aber es bleibt ein Mittel zum Zweck, nämlich an den Stellen in die Bibel einzusteigen, wo man Interesse hat. Und ich glaube, das ist völlig legitim. Früher ging sowas über eine Konkordanz, braucht man heute gar nicht mehr. Denn es gibt schlicht Suchfunktionen, die man heute anwenden kann, online oder auch mit Apps, mit Bibel-Apps. Also das ist heute alles kein Problem. Und da sind die Bibelclouds eine gute Möglichkeit, mit Worten, mit Begriffen anzufangen. Ich glaube, es gibt auch eine biblische, theologische Begründung. Vielleicht können wir das mal sehen. Denn Martin Luther sagt es, Scriptura sui ipsius interpres, die Bibel spricht für sich selbst, interpretiert sich gegenseitig selbst. Die braucht keine Fachleute, sondern wenn man sie liest und viele Texte liest, dann entdeckt man die Zusammenhänge in der Bibel. Und das kann man auch in den Bibelclouds schön sehen, dass es da Schwerpunkte gibt in bestimmten Büchern, im Alten Testament, im Neuen Testament, dass sich Dinge aber auch durchziehen, manche Begriffe. Man kann sich jetzt fragen, wie führen wir junge Menschen ein in die Bibel? Ich glaube, irgendwann braucht es keinen Schutz mehr vor der Originalbibel. Man fängt ja an mit Kinderbibeln, die sind einfach formuliert, das sind Geschichten ausgewählt. Und irgendwann ist dann die ganze Bibel Jugendlichen zuzumuten. Auf jeden Fall ist es ab dem Konfirmandenalter, denn da bekommt sie eine Bibel geschenkt und da hoffen wir auch, dass sie anfangen selbst zu lesen und machen erste Schritte damit und genauso ist es in der Schule. Da werden irgendwann auch schwierige Prophetenbücher gelesen, wo man schon über manche Stellen stolpert. Ich glaube, das ist gut protestantisch, diese Aufforderung selber zu lesen, auch ohne Anleitung. Wenn man jetzt Bibel liest mit Jugendlichen, Schülern, Konfirmanden, dann merkt man schnell, dass in der Bibel einfach vieles auch steht, was anstößig ist, was schwer verständlich ist, mehr als genug. Es geht auch uns so, die wir als Lehrende viel Erfahrung haben im Lesen der Bibel, stolpert man immer über was. Und das wird natürlich auch von kritischen Menschen aufgegriffen. Was steht da alles in der Bibel? Wir machen das manchmal auch mit anderen heiligen Büchern, anderer Religionen, Kulturen.
Koran, was da drin steht. Man kann durch selektive Zitate aus der Bibel tatsächlich merkwürdige Bilder entstehen lassen. Für unser neues Buchprojekt haben wir auch tatsächlich mal geschaut, was sagen Jugendliche zur Bibel ganz ungefiltert. Die wurden aufgefordert, zusammen mit so einer Bibelcloud mal sich eine Meinung zu einem Buch der Bibel zu machen. Und das sehen wir auf der nächsten Folie. Mal so ein O-Ton zum Buch Joel. Das schreibt ein Mädchen, 16 Jahre alt. Uns hat überrascht, mit welchen schlimmen Androhungen Gott die Menschen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen will. Jedoch handelt er nur aus Liebe zu seinem Volk. Und es ist gut zu wissen, dass Gott jeden wieder auf den richtigen Weg zurückführt. Also das ist nicht nur der liebende Gott. Dieses Bild haben heutige Schülerinnen und Schüler oft von Gott. Gott findet alles okay, der liebt die Menschen und macht da keinen Unterschied, sondern die Propheten sind da durchaus sehr deutlich, auch mit Strafandrohungen. Wie ist das, wenn man solche Texte liest? Oder zum Buch Amos spielt er eine große Rolle im Religionsunterricht. Da schreibt wieder eine 14-Jährige: Ich wusste nicht, dass Gott so viel Böses mit den Israeliten gemacht hat, obwohl dies sein auserwähltes Volk ist. Aber toll fand ich, dass über Gutes sowie Böses gesprochen wurde. Fällt hier auf, klare Kategorien bei den Propheten. Im alten Orient ist das Weltbild ja oft sehr binär. Da gibt es Gut und Böse, Gericht und Gnade. Diese beiden Seiten hat ja jemand sehr sensibel wahrgenommen. Oder das Buch Nahum. Ich finde es zwar gut, dass Gott Gerechtigkeit walten lässt, aber dass Gott so zerstörerisch sein kann, das ist mir neu. Man spricht auch immer von ihm als lieber Gott. Dann hätte er sie doch auch weniger schlimm bestrafen können. Denn die Strafe, die hier angewendet wurde, erscheint mir sehr hart für den gütigen Gott, der uns all unsere Sünden vergeben wird. Ich bin mir sicher, er hat bei der Vertreibung viele getötet. Das entspricht nicht dem lieben Gott. Und da kommt es auch tatsächlich im O-Ton. Ich glaube, eines haben wir noch. Genau, Offenbarung. Beispiel aus dem Neuen Testament. Da gibt es tatsächlich weniger kritische Aussagen zur Offenbarung, aber doch, ich finde es erstaunlich, wie groß die Macht Gottes ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es ein Traum oder Wirklichkeit ist. Ich glaube, Gott wollte der Menschheit zeigen, dass er existiert und wie groß seine Macht ist. Doch am Ende des Textes glauben die überlebenden Menschen immer noch an andere Götter und nicht an Gott. Das ist eine Leseerfahrung, wo jemand merkt, dass die Gattung ist gar nicht so einfach einzusortieren. Ist es Fantasie, Science Fiction, Prophetie, Offenbarung? Also die Frage, wie gehen wir damit um? Jetzt auf der nächsten Folie tatsächlich die Frage, ist die Bibel glaubwürdig? Das ist ja auch das Thema von Open Rel in diesem Jahr. Wie glaubwürdig ist die Bibel? Sind die Leseerfahrungen, die wir machen? Können wir das eins zu eins übernehmen? Manche versuchen das unkritisch, ohne Interpretation, ohne geschichtlichen Abstand. Ich glaube nicht, dass das geht, dass die Versuche in die Irre führen. Aber es gibt ganz verschiedene Seiten, von denen her das angefragt wird. Auf der nächsten Folie sehen wir, von welchen Seiten her das angefragt wird. Das ist zum einen die Geschichtswissenschaft. Die hat vieles festgestellt, was in der Bibel nicht ganz genauso stimmen kann, wo Zahlen übertrieben sind, wo bestimmte Dinge unwahrscheinlich sind, Namen anders. Dann natürlich die Naturwissenschaft, vor allem beim Thema Schöpfung ist es sehr deutlich. Wie ist es zusammenzubringen mit den 7 Tagen, wie sie im Schöpfungsbericht stehen, in einem der beiden? Und dann die Bibel selbst, wir hatten vorhin schon die Evangelien. Da gibt es Aussagen, und das hat natürlich die Bibelkritik schnell herausgefunden, die sich einfach widersprechen. Wie war denn jetzt das Ende des Judas? Da gibt es 2 verschiedene Varianten. Oder was hat Jesus am Kreuz jetzt tatsächlich gesagt? Kann man das einfach addieren, die Varianten, die da jetzt in verschiedenen Evangelien drinstehen? Ich glaube, es ist klar, dass das so einfach nicht ist. Und dann noch ein Testfall, der immer wieder auffällt, die Wundergeschichten.
Ich glaube, spätestens da werden die meisten doch fragen, ist es glaubwürdig? Extremes Beispiel ist natürlich der Seewandel, ein Naturwunder. Wie kann es sein, dass da Jesus auf dem See geht? Und da wurden viele Überlegungen angestellt, wie das gemeint ist. Ist die Bibel glaubwürdig? Kann Gott so ein Wunder tun? Was können wir jetzt darauf antworten, wenn wir solche Fragen bekommen von Schülerinnen und Schülern, Konfirmanden und Konfirmandinnen, die die Bibel lesen? Eine Strategie ist, da gibt es auch einen Buchtitel, einen berühmten dazu, und die Bibel hat doch recht. Wir können natürlich versuchen, jetzt irgendwie das zurechtzubiegen und zu sagen, es muss aber ganz genau so gewesen sein. Und wir legen das eins zu eins übereinander, die Weltsicht der Bibel mit dem, was wir heute sehen. Und da entstehen aber oft Theorien, also die nicht wirklich ernst zu nehmen sind in vielen Bereichen. Die zweite Strategie, wie man damit umgehen kann, Vorfiltern für Dummies, habe ich das mal gesagt. Und das passiert de facto überall. Wir nehmen einfach nur die guten Texte, die schönen Geschichten. Die Bergpredigt ist sowas, was gern genommen wird, filtern vor und muten dann erst Theologiestudierenden das volle Programm zu. Die lesen dann mal wirklich in der Bibel und viele staunen da, was es alles gibt. Ist für viele eine große Anfechtung und Herausforderung, das zu integrieren in ihren bis dahin entstandenen Glauben, der durch viele Filterungen gegangen ist. Ich glaube tatsächlich, dass es besser ist, ehrlich mit der Bibel umzugehen, ehrlich alles lesen lassen und dann auf der anderen Seite die Zielrichtung der Bibel als Lebens- und Glaubensbuch stark zu machen. Die anderen Interessen der Bibel muss man dabei, glaube ich, gar nicht verschweigen, dass sie auch ein Buch des Volkes Israel ist, dass dort auch die Königsherrschaft groß herauskommen sollte. Das, was heute, wenn man Theologie studiert, im Alten Testament vorkommt, der König kommt oft ganz groß raus bei den Bibelclouds. Aber dann auch zu sehen, wie Propheten diese einseitige Königsideologie kritisiert haben, wie sie Gott als König stark gemacht haben. Und dann zu sagen, es gibt Aussagen der Bibel, die einseitig sind, die durch was anderes, und das hatten wir vorher schon, durch die Bibel selbst wieder korrigiert werden. Den Fragen, glaube ich, darf man nicht ausweichen. Und die Fragen kommen tatsächlich. Also ich habe mal Amos unterrichtet und habe die wirklich, die es war am Gymnasium, das ganze Buch Amos lesen lassen. Nicht frisierte, vorgefilterte Texte, sondern ganz original. Und dann muss man erklären, was da alles passiert. Und dann muss man auch mal manchmal sagen, da habe ich jetzt keine Antwort darauf. Ich glaube, das ist so, denn auch die Interpreten auf höchstem Niveau, Exegeten, die wissen nicht immer eine Antwort. Ja, die nächste Folie zeigt jetzt einen Versuch, so etwas Offenes hinzubekommen, eine Leseermutigung, Interesse geleitet, subjektorientiert und dafür diese Bibelclouds einzusetzen. Ich habe den relativ früh entwickelt, einfach mit ganz vielen Ideen und in der Originalfassung kann man den in meinem Blog anschauen und runterladen. Die Grundidee von dem Baustein, der ist inzwischen ein bisschen weiterentwickelt worden, da sind Praxiserfahrungen eingegangen und auch andere haben das ausprobiert, ihre Erfahrungen dazugelegt, dass man alle Bibelclouds tatsächlich mal auslegt und sagt, ihr bekommt heute den Überblick über die ganze Bibel in einer sehr speziellen Form. Und dann sollen die Konfirmanden, Schülerinnen ganz subjektorientiert, individuell auswählen, welche Bibelcloud sie am meisten anspricht. Das sind ganz unterschiedliche Erfahrungen. Manchmal liegt es an der Optik. Ein Begriff spricht sie an, weil es viele oder wenige Wörter sind. Ganz unterschiedlich. Sie stellen es den anderen vor, die Begriffe, die ein bisschen drauf sind, und machen dann in der Gruppenarbeit Werbung für ihr Buch der Bibel. Also sie sollen das stark machen und dann ein Plakat gestalten, wie man dieses Buch anderen schmackhaft machen könnte, dass sie gerade dieses Buch lesen. Das kann man kreativ vertiefen. Sie können zum Beispiel auch ein Theaterstück dazu einüben. Sie können eine Pantomime machen, alles sowas. Da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten. Dann später
Der nächste Punkt, kann man mit dem Computer arbeiten? Das ist auch eine tolle Möglichkeit, dass man ins selber Produzieren kommt. Im Verlauf vom Schuljahr, vom Konfi-Jahr kann man das immer wieder einsetzen, dass man zum Beispiel was gestaltet für einen Gottesdienst, für eine Schriftlesung, so eine Word-Cloud gestaltet. Gut geht auch, dass man einzelne Bibelverse gestaltet, die wichtigen Begriffe groß raushebt, auf wordle.net. Da gibt es eine Seite Advanced, da kann man sowas gut machen. Und dann macht es richtig Spaß, sowas auszuprobieren. Auf der nächsten Seite, da sieht man mal ein Bild. Hier sind das Konfis aus Nähren, mit denen wir das ausprobiert haben. Die haben so A4 Bibelclouds in der Hand und solche Plakate. Und wenn wir noch eins weitermachen, sehen wir mal ein schönes Plakat, das gestaltet wurde zu Jesaja. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht über denen, die da wohnen. Im finstern Lande scheint es hell. Und dann so ein Werbespruch, lies Jesaja und dir geht ein Licht auf. Finde ich, passt gut in die Adventszeit, auf die wir jetzt zugehen. Was man schön machen kann, ist auch andere Texte, wie das Glaubensbekenntnis, zu wörteln, in so eine Word Cloud umzusetzen. Das sieht dann so aus, ganz interessant, dass gerade das Heilige und die Toten so groß rauskommen. Kann man sich mal überlegen, warum das so ist. So ein paar Inspirationen. Meine Erfahrung aus dieser Erprobung war, dass den Konfirmanden, das waren Konfirmandengruppen, mit denen ich es gemacht habe, es geht aber genauso gut auch mit Schülergruppen, dass denen richtig Spaß gemacht hat. Also die haben gesagt, das ist mal was anderes, interessant. Tolle Ästhetik. Ich habe auch vorgeführt, wie sowas im Internet aussieht, ein Songtext. Das lohnt sich, mit der Methode einfach ein bisschen zu spielen, ihnen was zu zeigen. Man kann Rätsel dazu machen. Stammt ein Buch aus dem Alten, aus dem Neuen Testament? Welches Buch der Bibel könnte es sein? Manche Bücher sind sehr leicht zu raten. Also da hat man viele Möglichkeiten, wie man die einsetzen kann. Auch wenn man zum Beispiel zum Hebräerbrief was macht, das habe ich auch ausprobiert, und da Texte draus liest, einfach mal so ein bisschen zu fantasieren, worum geht es in diesem Buch. Ja, so viel mal zu diesem Baustein. Jetzt, Martin, darfst du wieder weitermachen. Ja, wir wollten auch zwei Kritikpunkte eigentlich nicht vorenthalten, die es gegenüber der Bibelclouds-Methode gibt. Die eine hatte Thomas eben schon mal beschrieben. Man darf auf keinen Fall mit der Erwartungshaltung diese Bibelclouds benutzen, dass sie eben das Lesen in der Bibel ersetzen oder dass ich allein durch das Betrachten einer solchen Cloud weiß, was denn die Aussagen eines solchen Buches sind. Da gab es viele, die das am Anfang, glaube ich, falsch verstanden haben, und dem wollen wir also entschieden entgegenwirken und sagen, es ist bewusst, dass also diese Bibelcloud selber eigentlich erstmal nicht das Lesen in der Bibel ersetzen, sondern es eben nur anregen soll. Die andere Diskussion war eigentlich, naja, welche Bibelübersetzung sollte man denn eigentlich nehmen? Und das erste Projekt, was ich durchgeführt habe, hat die Einheitsübersetzung benutzt. Und das sieht man hier in der Mitte. Das ist ein Überblick über die gesamte Bibel, also alle Worte der Bibel analysiert und in einer solchen Cloud dargestellt. Und ein wesentlicher Kritikpunkt war dann natürlich, dass in der Einheitsübersetzung das Wort Jahwe einfach eben mit dem Herr übersetzt ist. Das ist eine die Männlichkeit Gottes sehr stark in den Vordergrund stellt, dass es dem Begriff Jahwe überhaupt nicht nahe kommt. Eine Kritik eigentlich an der Einheitsübersetzung, weniger eine Kritik an der Methode, aber das stellt eben heraus, welchen großen Einfluss tatsächlich die Übersetzung auf die Wahrnehmung einer entsprechenden Bibel hat. Das neue Projekt mit Thomas zusammen, da haben wir dann die Lutherbibel genommen. Da gibt es zumindest den einen Unterschied, dass Jahwe nicht als Herr in der normalen Schreibweise genutzt ist. Thomas, du wolltest was zu sagen? Ja, mit einer Fußnote. Ich hätte es sympathisch gefunden, da tatsächlich JHWH reinzunehmen. Fand aber der Verlag nicht so ehrlich, weil die Lutherbibel natürlich mit diesen Kapitelchen arbeitet. Interessant ist, und es fällt auch Schülern auf, ich war dann in Schulklassen, für die O-Töne, dass natürlich zweimal Herr vorkommt. Also wenn von Herr und Knecht die Rede ist, zum Beispiel Abraham und sein Knecht oder so, dann ist Herr auch mal klein geschrieben. Das fällt da auf.
Das Schöne allerdings, muss ich sagen, ist, dass tatsächlich, wenn ich hier so mit Jugendlichen arbeite, oft schon mal die Frage vorkommt, naja, warum steht denn da eigentlich so oft Herr? Und es gibt einem so dann die Steilvorlage, auch über Jahwe und über den Gottesbegriff zu sprechen. Die dritte Bibelübersetzung, mit der ich nämlich gearbeitet habe, die Bibel in gerechter Sprache, hier auf der rechten Seite, die vermeidet zwar bekannterweise diese Betonung einer Männlichkeit oder Weiblichkeit, versucht es eben in gerechter Sprache umzusetzen. Aber da fehlt dann trotz allem so der eine Begriff, der auf das Jahwe hinweist, der taucht auch nicht auf, weil eben in der Bibel in gerechter Sprache, je nach Buch, dann dass der Begriff Jahwe auch wieder anders übersetzt wurde. Also da kommt man leider aufgrund dieser Darstellung dann nicht so schnell auf das Tetragramm zu sprechen. Von daher sieht man allein schon an dieser Auswahl nur der Übersichten, naja, wie unterschiedlich dann doch letzten Endes die Sprachen der Bibel sein können. Es hat sich für mich herausgestellt, dass letzten Endes am idealsten immer ist, wenn man die Clouds nehmen kann zu der Bibel, die auch den entsprechenden Anwenderkreis bekannt ist. Weil manchmal doch die Sprache sehr anders ist und wenn man dann tatsächlich in dem Buch liest und man findet die Begriffe nicht, die da groß standen auf einer solchen Cloud, dann ist man natürlich zunächst mal verwirrt. Das ist zum Beispiel beim Hohelied der Liebe, das steht in der Einheitsübersetzung, der Geliebte taucht da immer auf und in der Lutherbibel ist es eben der Freund und das passt dann nicht zusammen, wenn ich die Cloud der einen Bibel benutze, um dann diese andere in der anderen Bibel zu lesen. Das verwirrt dann etwas. Also wichtig scheint mir zunächst einmal, dass die zwei möglichst übereinstimmen, damit man sich auch gut zurechtfindet. Jetzt haben wir relativ viel geredet und es ist natürlich klar, dass man von so einer einstündigen Veranstaltung zunächst einmal nicht weiß, wo fange ich denn eigentlich an? Das Schöne, glaube ich, was wir geschafft haben, Thomas und ich in den letzten 18 Monaten, 2 Jahren, ist auch möglichst viele Materialien zur Methode selber zur Verfügung zu stellen. Und wir können uns die jetzt zum Teil einmal kurz anschauen, damit man weiß, wo finde ich eigentlich die Informationen, wo kann ich nämlich jetzt eigentlich weiter lang handeln. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich denn meinen Browser habe. Jetzt ist er weg. Browser hin. Ja, hier die Bibelclouds-Webseite. Und zum einen, was man da also finden kann, ist unter der Kategorie das Buch, gibt es alle Bibelclouds im Überblick. Zunächst einmal im Moment aufgelistet für die Einheitsübersetzung und für die Lutherbibel. Wenn man da also dann draufklickt, kann man sich tatsächlich jede einzelne Cloud, in dem Fall jede dieser 66 Cloud, einmal anschauen und bekommt so einen allerersten Eindruck und kann sich selbst mal jetzt etwas mehr vertraut machen mit diesen einzelnen Büchern und der einzelnen Bibelclouds. Unter dem Bereich die Methode gibt es eine ganze Reihe von Arbeitsvorschlägen, die man sich runterladen kann. Gibt es Vorschläge für den Religionsunterricht, einen Praxisleitfaden. Es gibt, wie gesagt, von dem Thomas die Ausarbeitung für den Konformantenunterricht. Also da gibt es sehr viel Materialien, die alle zu kostenlosen Download zur Verfügung stehen. Auch noch ein paar Hinweise auf Bücher, die in dem Zusammenhang sicherlich auch hilfreich sein können, wenn man damit arbeiten möchte. Dann gibt es die Methode vom Thomas ausgearbeitet, auch nochmal in einem Update-Dokument der Anknüpfen-Webseite. Sorry, die Seite ist, glaube ich, nicht fertig. Wo ist es? Hier kommt's. Die ist recht kostengünstig zu erhalten und da ist der große Vorteil, dass die Methoden, die darin sind also ausgearbeitet und sind erprobt worden auch, eben im Praxiseinsatz, sind nochmal schön mit Bildern dokumentiert und ist auch relativ kostengünstig zu ersteigern. Ich habe jetzt den Preis gerade, hier, unter Bestellen kann man sich entsprechend für 12 € dieses Heft bestellen, kann man also auch nur empfehlen, nicht nur wegen der Bibelclouds, aber heute in diesem Vortrag das natürlich von Bedeutung. Dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man die Bibelclouds als laminierte Bilder zur Verfügung hat. Das ist zunächst einmal ein bisschen viel Arbeit. Und um den Einstieg zu erleichtern, gibt es also über ganz Deutschland verstreut sogenannte Verleihstellen, die alle einen solchen Bibelclouds-Koffer im Verleih haben mit den laminierten Bibelclouds, mit einem Buch, mit noch einer CD-ROM, mit Informationsmaterialien. Die sind alle hier gelistet, wie gesagt, relativ gut verbreitet, ganzflächig.
Und da kann man sich einen solchen Koffer meistens gegen eine kleine Gebühr einmal ausleihen, um den dann einfach mal einzusetzen und um direkt auch mit diesen Methoden arbeiten zu können. Und dann gibt es noch einen kleinen Webshop, wo man zum Teil diese Clouds als Postkarten kaufen kann, ein Motivkartenset, wo es ein Starter-Set gibt, personalisierte PDF-Sets. Da will ich jetzt nicht zu sehr im Detail drauf eingehen, aber alles Materialien, mit denen man dann tatsächlich die Bibelclouds-Methode einfach einsetzen kann und direkt auch im Unterricht benutzen kann. Was wir aber auch zeigen wollen, ist, dass es genauso einfach dann auch ist, die Sachen selber zu mal herzustellen. Sicherlich ist es schwieriger, mal gleich 66 verschiedene für jedes Buch der Bibel zu machen, aber einzelne Texte einmal zu gestalten, das ist relativ einfach machbar. Ich will ganz kurz mal vorführen, wie das mit dieser Webseite wordle.net machbar ist. Kann man jetzt vielleicht, wenn man gerade auch im Internet sitzt, selber mal schnell gucken, unter wordle.net aufrufen. Und da gibt es dann diesen Link, die eigene Cloud zu erstellen. Da muss man jetzt so einen Text herein kopieren. Ich nehme jetzt mal einfach von bibelserver.de mal ganz schnell hier einen Text und sage, das ist der Beginning, der Anfang des Matthäus-Evangeliums. Ich kopiere mir den hier rüber. Ich sage Go und ups, der Vorführeffekt. Ja, da gibt es ein Java-Plugin, das gleich Werbung für das Offline-Programm, das auch ganz gut funktioniert. Wordazer, wenn man irgendwo hinfährt, manchmal so, man will das auf dem Konfi-Wochenende machen und hat dann keine Internetverbindung, da ist es eine Empfehlung wert, ein Freeware-Programm, was sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten hat. Das muss man sich installieren, bisschen hakelig in der Bedienung, bis man es blickt, aber man kann ganz tolle kreative Dinge gestalten, also auch Umrissformen machen, zum Beispiel in ein Herz rein, einen Bibeltext gestalten oder hat da ganz viele Möglichkeiten. Hier rechts oben sieht man jetzt schon Advanced. Darin kann man dann auch diese Gewichtung vornehmen, von der ich vorher gesprochen hatte. Jetzt ist leider mein Browser ist leider abgestürzt. Das war es jetzt mit dem Vorführen. Okay, vielleicht startest du die Wahl und wir steigen vielleicht mal kurz in die Diskussion ein und schauen mal, ob Fragen da sind. Ja. Ich habe mir eine Wortmeldung von der Elisabeth vorher notiert, wo sie gesagt hat, dieses mit diesen... Es hat auch was mit dem Umfang zu tun der Texte, ja, dass wir also eine Auswahl treffen müssen im Unterricht. Ja, ja, ich weiß nicht, wie viele Stunden ihr habt. Ja, meine Klassen sind meistens einstündig inzwischen. Ja, mit einer Wochenstunde ist es halt so eine Sache, ja, wirklich ergiebig was zu machen dann. Ja. Also da sind wir fast auf dieses Flickwerk dann angewiesen. Ja. Die Frage ist der Vorteil von der Konfi-Stunde auch oder ja. So. Ne? Ja, also eine Antwortmöglichkeit, man muss ja nicht im Unterricht lesen lassen. Also ich finde durchaus, dass man auch größere Texte mal zu Hause einfach lesen kann. Ich habe zum Beispiel, wie war das, zum Thema Bibel in der Oberstufe war das, Klasse 11 oder so, einfach gesagt, ihr müsst die 5 Bücher Mose lesen und dann kommen Fragen dazu und da haben die das alle zu Hause gelesen. Ich finde, das kann ein Grundwissen sein, was am Gymnasium vermittelt wird. Also biblische Texte sind die Grundrechenarten im Fach Religion. Und es geht gut, das haben die fleißig gelesen und dann viel dazu sich gemerkt und gewusst. Also man muss nicht immer nur die Unterrichtszeit dafür verwenden. Die Bibel ist doch relativ schnell durchgelesen, auch wenn es ein dickes Buch ist. Und da mal ein einzelnes Buch lesen zu lassen, ist durchaus möglich. Wichtig finde ich die richtige Übersetzung. Wir waren leider auf die Lutherbibel angewiesen. Ich finde, die Basisbibel hat inzwischen wesentlich bessere Texte fürs Neue Testament, die sehr gut lesbar sind in jeder Schulart und auch für Konfirmanden. Eine Frage war mit dem Vorfiltern vorhin aus dem Chat, da kann man vielleicht auch drauf eingehen, ob
das wirklich vorgefiltert wird, und auch die Bergpredigt hat schwierige Passagen. Ich glaube schon, dass es so eine Art kanonische Texte gibt. Das merkt man mit der Zeit, dass einfach immer wieder ähnliche Texte verwendet werden. Das muss vielleicht auch so sein, der verlorene Sohn. Es gibt Klassikertexte. Früher gab es in der Lutherbibel fett markierte Texte, also so Kerntexte. Schon immer wurde der riesige Textbestand der Bibel irgendwie reduziert auf das, was jeder kennt. Und Psalm 23 ist so ein Text, der einfach in so vielen Kontexten immer wieder kommt. Ich glaube, das ist auch legitim und wichtig, aber das andere eben auch, die Bibel als Ganzes zu sehen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit geht es halt schnell unter, dass die Bibel mehr enthält als das, wozu man üblicherweise kommt. Okay, Olaf fragt noch und sagt, es würden noch weitere Beispiele für den Einsatz der Bibelclouds im Religionsunterricht interessieren. Also ich finde eine schöne Möglichkeit, wenn man Dinge behandelt hat, zum Beispiel die Josefsgeschichte, einfach mal diese Bibelcloud zu zeigen und dann zu fragen, zu welchem Begriff fällt euch was ein? Oder man fängt mit dem Thema Jesus an und zeigt eine Evangeliencloud und kann dann wirklich sagen, woran erinnert euch, zu welchem dieser Worte, Begriffe könnt ihr eine Geschichte erzählen? Und man staunt wirklich, was da alles kommt. Weil ganz viel von den Jüngern und Petrus und sagen, ja, was sagt Jesus denn? Und da merkt man dann, also ist ein gutes so Anamnese-Tool, um zu sehen, was ist schon bekannt. Oder auch in der Oberstufe, wenn man sich mit Paulus beschäftigt hat, mal vom Römerbrief das zu zeigen, das kann man auch in der Klassenarbeit sagen, kommentiert drei dieser Begriffe und dann müssen die halt was zur Gnade schreiben und Sünde. Unter Verwendung dieser Begriffe. Das ist übrigens sehr schön gelöst in diesem ersten Bibelclouds-Buch, dass sie im Erklärungstext immer kursiv gedruckt sind und damit so eine Einleitung in jedes Buch der Bücher gelungen ist, anhand der häufigen Wörter. Und sowas kann man durchaus mit älteren Schülern machen und ihnen anbieten, macht eine Einführung in ein Buch der Bibel und verwendet dazu die Bibelclouds. Also ein schönes Referat, so eine GFS. Stellt uns ein Buch der Bibel vor, ihr dürft frei eins auswählen. Hier habe ich 66 bei euch. Welches wollt ihr machen? Wäre ein Beispiel. Ja, möchte sich jemand zu Wort melden vielleicht und direkt eine Frage stellen? So viele sind wir gar nicht mehr, sehe ich inzwischen. Okay. Dann frage ich mal dich, Martin, wie schaut es technisch aus? Ja, den Browser habe ich jetzt leider nicht mehr zum Leben erweckt, aber ich hätte noch eine Information zu teilen, denn das, was ich eigentlich häufig mache, ist letzten Endes bei solchen Voranstaltungen den Leuten auch die Materialien etwas kostengünstiger anzubieten. Und das möchte ich eigentlich auch heute tun für die Teilnehmer hier beim Open Rallye. Das heißt, wer in den nächsten 24 Stunden mir eine Bestellung per E-Mail schickt, der kriegt hier gelistet die verschiedenen Grundmaterialien zu einem besonderen Preis, damit einfach auch ich vielleicht nochmal verstärkt das Interesse wecken kann, um nicht nur lange zu warten mit der Methode sich vielleicht auseinanderzusetzen, sondern einfach möglichst schnell einzusteigen. Ich glaube, wenn man das ein-, zweimal selbst auch dann erlebt hat und angewendet hat, das ist dann nochmal was ganz anderes. Da merkt man dann plötzlich, ach ja, was kann man noch alles damit machen? Und kommt auch relativ schnell, finde ich, dann selber auf Ideen, was man nicht alles gerne damit machen möchte, wie man es auch in seinen Unterricht oder in seine Arbeit mit einfließen lassen kann, weil da gibt es auch Raum, das eben anzupassen an, ja, an meinen eigenen Stil, an das, was ich normalerweise rüberbringe. Da findet sich immer wieder Möglichkeiten, das zu tun. Das war auch eine der interessanten Dinge für mich, dass also, auch wenn die Bibelclouds als solche zunächst einmal gedacht waren, um primär auch Jugendliche und junge Erwachsene anzusprechen, dass die Rückmeldungen, die kamen aus allen Bevölkerungsschichten und allen Altersklassen kamen, natürlich von Theologen auch, die sagen, das ist klasse, ich habe noch mal, bin nochmal auf Bücher aufmerksam geworden, die ich in den letzten Jahren völlig vergessen hatte, mit denen ich mich nicht mehr beschäftigt habe. Es wird eingesetzt in Familienkreisen, in Bibelkreisen und dann natürlich relativ häufig auch in der Jugendarbeit. Aber lassen sich eigentlich Anwendungsgebiete überall finden. Und darum kann ich wirklich nur empfehlen,
das mal einfach auszuprobieren, sich darauf einzulassen und zu schauen, ob das auch in seinen eigenen Stil nicht auch reinpassen könnte. Martin, um den Teilnehmerinnen von Open Rally die Chance zu geben, deine E-Mail-Adresse findet man auf der Website oder wie kommen wir an die? Ja, die ist jetzt hier. Achso, ich weiß nicht, ob ihr den Bildschirm jetzt gerade auch seht. Die taucht dann nochmal auf mit info@bibelclouds.de. Kann man mir direkt eine E-Mail schicken. Oder okay. Auf der Webseite findet sich entsprechend auch ein Kontaktformular. Dein Bildschirm ist jetzt gerade nicht freigegeben, sehe ich gerade. Ja. Achso, oh, aha. Sehe ich mal meinen Frage? Ah, er kommt schon. Dann habt ihr es gar nicht gesehen, Entschuldigung. Nee, ich habe auch unsere Köpfe auf Großbild gehabt. Die Freigabe. Vielleicht verlängerst du es auf 48 Stunden, weil es gibt, glaube ich, viele, die das nachschauen auf YouTube. Kannst ja gnädig sein, so. Wenn noch einer kommt. Ja. Also ich habe die Sachen nachgeschaut. Elisabeth hat sich gewünscht, noch ein paar Good Practice-Beispiele zu erzählen. Also was sehr gut auch klappt, sind so kleine Quiz-Dinge. Die muss man natürlich in der Schwierigkeit anpassen. Aber wenn man die Bibel hatte als Thema und Esther zum Beispiel kennt, da kommt Esther vor, die kann man einfach zeigen und zuordnen lassen. Sehr einfach möglich ist auch sortieren, Altes oder Neues Testament. Also um dann ein Gefühl zu bekommen, wenn Jesus drin vorkommt, muss es Neues Testament sein. Also man kann relativ leicht Kriterien für Altes und Neues Testament entwickeln. Ganz schwer ist es, alle 66 biblischen Bücher auszulegen mit Überschrift und dann die Bibelclouds zuzuordnen. Das ist eine nette Gruppenaufgabe, ob man das hinbekommt. Für Rätselfreaks. Spannender finde ich vielleicht noch so ein Ausgehen von einzelnen Begriffen. Also in meinem PDF, da ist hinten auch eine Liste drin mit den, ich weiß gar nicht, 300 häufigsten Wörtern der Bibel. Und dann mal zu schauen, was gefällt mir davon und was finde ich schwierig. Also da sind auch negative Begriffe drin. Und mal durch die ganze Bibel durch, mit Hilfe von einer Konkordanzsuchfunktion zu verfolgen, wie kommt es eigentlich vor? Was schreibt die Bibel darüber? Also so ein ganz entdeckendes Arbeiten mit einzelnen Begriffen aus der Bibel, so ähnlich wie man es ja im Theologiestudium auch macht. Das ist natürlich nicht immer dann das genau gleiche Hebräische, das geht vom Deutschen aus, aber das führt doch ziemlich weit und man kann da in der Gruppenarbeit einfach nach Interesse einzelne Dinge verfolgen lassen. Das finde ich auch eine sehr schöne Möglichkeit. Also ganz tolles, auf einer PowerPoint-Seite ist es angegeben, dass man auch mit Wortbildern arbeiten kann. Das war mal vom eine sehr schöne Internetseite, die gerade offline ist, You Are Your Words. Also man kann sein Gesicht da hochladen oder ein Bild und dann da Worte einfügen. Zum Beispiel ein Bibeltext, der einem gefällt, kann man auch für ganz andere Dinge nutzen. Ich beschreibe mich selber mit meinen Hobbys oder den Konfispruch, da das Gesicht gestalten lassen, Gruppenfoto mit Worten hinterlegen, was uns wichtig ist. Es gibt auch Apps für iOS, Word Photo, für Android heißt es WordCam, wo man direkt ein Foto aufnehmen kann und dann Begriffe dahinter legen. Also da kann man auch schön damit spielen und dann sagen, wählt euch aus der Bibel einen Vers aus oder 10 Begriffe, die ihr interessant findet und gestaltet damit was. Das ist eher was Kreatives, passt zur Schule vielleicht nicht so, wobei ich finde auch in der Schule darf man kreativ und ergebnisoffen arbeiten und eher produktorientiert als immer gleich lern- und notenorientiert. Wir sprachen ja eben auch schon davon, dass man eben sagen wir auch Buchgruppen behandeln kann, die Evangelien. Das geht sehr, sehr schön auch mit den 5 Büchern Mose. Also da diese 5 Clouds nebeneinander, die geben einem auch einen sehr schönen Einstieg in diese Bücher, in die Gemeinsamkeiten, in die Unterschiede. Also das habe ich auch als sehr erfrischend erfahren, gerade die 5 Bücher Mose mit Hilfe dieser Bibelclouds auch einzuführen. Wenn man jetzt nicht gerade die gesamte Bibel auslegen möchte, nicht alle Bibelclouds, kann man eben auch so einzelne Buchgruppen damit mal ganz gut behandeln. Ja. Und eine Möglichkeit vielleicht noch auf der letzten Folie von der PowerPoint, da sieht man meinen Kollege Stefan Kammerer, der ist sehr kreativ und arbeitet viel mit Farben und Materialien. Und der lässt einfach auch Dinge gestalten. Also der hat Matthäus 24, ist es glaube ich, hoffe, sag's richtig, gestalten lassen.
und da eigene Worte machen lassen. Also man kann auch da sehr Kreatives machen und es fällt viel, viel leichter, als ein Bild zu malen dazu, mal das rauszustellen, was ihnen wichtig ist und das zu kommentieren. Also die machen da Sterne, aber kann man natürlich auch mit anderen Formen machen. Also wirklich in große Formate gehen oder meinen Schülergottesdienst damit gestalten. Und das ist eine ganz niederschwellige Bibelauslegung, zu sagen, was ist an diesem Text für euch wichtig, macht es groß. Was ist euch weniger wichtig, macht es klein. Und das zeigen wir dann. Und ihr dürft dann sagen, warum ist Jesus groß? Welche Rolle spielt er? Und die Krankheit wird klein, wie man es auf diesem Bild sieht. Also da ergeben sich assoziativ dann sehr viele gute Anknüpfungspunkte, wo die Schüler selber was dazu sagen können oder man das auch aufgreifen kann. Ja, ich glaube, von der Zeit her sind wir fast am Ende, oder Reinhard? Ja, die hätten wir jetzt genau gut erfüllt. Aber wir Ja. gehen Ja. Fragen, wenn noch welche da sind. Genau. Hast du als Gibt es noch Moderator? Fragen? Ja. Ich lese hier zweimal Danke schon. Ja. Möchte mich von meiner Seite auf jeden Fall anschließen, auch im Namen unserer Open Rallye-Teilgeberinnen. Ja, dann würde ich einfach sagen, ich spiele nochmal unser Jingle ab und dann beenden wir die Aufnahme. Ich sage euch beiden, Thomas und Martin, ganz herzlichen Dank für diese spannende und aufschlussreiche Diskussion und Präsentation. Ich glaube, wir können viele Ideen mitnehmen und es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Vielen Dank und schönen Abend an alle. Vielen Dank dir. Auch vielen Dank. Tschüss. Tschüss.